Da könnte ich rein theoretisch hoch, aber will ich gar nicht. Ich will erstmal die Wachen um zu ausschalten. In der Sicherheit. Da oben hängt nämlich auch einer rum. Schnell darüber. Die sind alle nur Stufe 3. Der ist weg. Der oben müsste eigentlich aufmerksam geworden sein. Ist aber anscheinend nicht. Aber den erwische ich, glaube ich, von hier nicht. Nein. Das hat am Ohr gekitzelt. Bei dem. Oder bei der anscheinend. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil solange die aufmerksam ist, brauche ich da nicht loslaufen. Ah, aber ich guck mal hier. Den kann ich haben. Den hole ich mir. Läuft's gut. Ich frage mich, warum er mir gesagt hat, dass ich Dingens machen soll. Also Alarm auslösen oder so ein Scheiß. Auch tot? Auch tot. So, ist irgendjemand aufmerksam geworden? Ja, sieht noch ganz gut aus. Gut, dann pirschen wir uns mal weiter voran. Nehmen noch ein Blumenlein mit. Interessante Ruine da vorne. Oh, da gibt es auch einen Behälter. Hier gibt es viele Tiere. Irgendwo da ist noch ein Behälter. So, rein theoretisch könnte ich da hoch. Muss ich auch, weil der hat was Blaues dabei. Aber ich glaube, wenn ich da hochgehe, dann sehen die mich. Würde ich mal behaupten. Im Moment geht es ja noch hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie ich da unbemerkt reinkommen soll. Außer wir bewegen uns mal schnell hier rum. Ach, guck mal hier. Der Haupteingang. Das ist ja schön. Jetzt zwei Pfeile haben. Schnüffelt hier immer noch rum. Nein. Wir warten. Wir warten noch. Wenn die jetzt, könnten die uns sonst entdecken. Aber wenn die unaufmerksam sind, dann checken die auch nicht so gleich, wo der Pfeil herkam. Sind aber durchaus aufmerksam geworden. Hat der denn einen Beil oder was? Bleib da. Zack und weg. So, der nächste bitte. Ja, ist mir noch zu gefährlich. Der ist nicht nah genug dran, ne? Komm her. Ach, hör auf. So. Ist ja noch gleich wieder eine Stufe weiter. So. Viele dürften jetzt nicht mehr sein. Ich sehe hier aktuell 3. Wo ich aber nicht weiß, wo die, wie ich die jetzt erwischen soll. Die eine rennt da oben rum. Ne, 4. Ach ne, das ist das Ding. Warum hab ich das Ding markiert? Drauf geschissen. So, 3. Der eine steht da oben, die andere da hinten und der steht da vorne.
bisschen aufpassen. Ach, guck mal hier. Da fliegt ein Fass. Oder da fliegt ein Fass. Was haben Sie mit den Gefangenen vor? Bestimmt nichts Gutes. Kann ich irgendjemand ranpfeifen? Nein. Alle nicht in Sichtweite. Aber hier kann ich mich auch verstecken. Wie komme ich denn an den ran, Alter? Was ist denn hier? Das müssten Lagerwälder sein, oder? Ja. Den kriege ich da nicht raus. Den kriege ich da nicht weg. Könnte ein Kunstschuss werden, indem ich da durchschieße. Aber ist ein bisschen sehr gefährlich. So, der eine sammelt da hinten fleißig weiter. Den kratzt das alles nicht. Der geht da spazieren. Komme ich an den dann ran, wenn ich hier oben hochgehe? Glück erwische ich den. Nein. Kann ich... Ja, toll. Wollte ich durchschießen. Wollte ich intelligenter sein als das Spiel. Das Spiel sagt nein. Viel später. Ja, schrei nicht so rum, Mädchen. Was ist denn los mit dir? So, du musst ein bisschen aufpassen hier oben. So, einer wäre noch. Den hole ich mir jetzt. Also ich nehme erstmal die Kisten mit, weil ich es kann. Hier sind auch schöne Sachen drin. Unregelmäßig irgendwas. Schlagsteinglas, reflektierendes altes Amulett, poliertes altes Amulett, unregelmäßig. Ich muss meine Ausrüstung unbedingt trocken halten. Ja, ja. Die denn hier Scheinwerfer oder was soll das sein? Tatsächlich. Ach, das ist ein Truthahn. So, jetzt gucke ich erstmal, dass ich ein bisschen was einsammle. Ich denke mal, der eine wird mir nicht mehr allzu große Probleme machen, wenn er sich nicht gerade irgendwo wegbewegt. Da oben ist noch was. Ist hier noch irgendwas? Was hier? Eine alte Trümmer. Irgendwo. Gehen wir gleich hin. Müssen wir alles einsammeln, was keine Miete zahlt. Rohstoffvorratkiste, sehr gut. Da unten hängt der eine rum. Da. Und das war's. Und darfst gerne aufstehen. Sucherin, darf ich mit dir reden? Klar.
Wer jetzt? Du oder du? Rede mit Händler. Ich rede mit Händler. Hat der irgendwas Schönes dabei? Stolperfalle. Ja, haben wir eine bessere? Ich möchte ehrlich gesagt nichts Grünes mehr kaufen. Den Jägerbogen, den haben wir glaube ich mal verkauft. Das haben wir. Was fehlt denn hier noch? Immer noch Kristallgeflecht. Ach, die hätte ich so gerne. Die Schattenwaffen, die sind glaube ich am besten. Den Scharfschussbogen. Was hat denn der da drauf? Kosten der? 10 und 210. Ich glaube, den nehme ich mal. Weil der hat irgendwie komische Munition. Aber noch nicht ausrüsten. Verkaufen. Modifikation. Können wir noch eine tragen? Wir haben so viel Verderbnis hier. Weiß ich nicht. Bin ich noch nicht so für. Kaya Scharfschussbogen. Erledige Wächter mit Präzisionspfeilen ins Auge. Entferne Maschinenteile mit Zersprengerpfeilen. Was macht es denn? Wo ist er denn? Müsste der sein. Was ist denn das für Munition, Alter? Sind das Zersprengerpfeile? Alter, die haben 100 im Abriss. Nicht schlecht. Die Handhabung ist scheiße. Warum ist die Handhabung so scheiße? Ach ja, aber das zum für ganz weite Distanzen. Zersprengerpfeile. Ist das jetzt eine neue Art Sucherin, Munition? Würdest du mir die Ehre eines Gesprächs geben? Ach, das bist du, der mich voll labert. Ja, ja. Warte mal, herstellen. Tragekapazität. Scharfschussbogenköcher. Vergrößerung. Ach, was? Na klar. Na klar. Geht nicht. Okay. Alter, was können wir denn alles mitschleppen? Was sind das für Munition? Scharfschussbogen-Munitionspakete. Zersprengungspfeil. Verursacht bei Aufprall keinen Schaden, aber sehr hohen Reißschaden. Starker Druckluftstoß, nützlich, um Rüstung und Bauteile von Maschinen zu entfernen. Okay. Und ein Präzisionspfeil mit 54 Schaden und 30 im Abriss. Da muss ich ja gleich mal gucken. Den haben wir ausgerüstet. Der macht aktuell 15,32 und Brandpfeile. Und der macht 54,30. Okay. Der ist, glaube ich, gut für Infiltration und der andere ist gut für Kämpfe im Allgemeinen. Rein theoretisch können wir den gleich mal ein bisschen modifizieren. Gucken, was wir so haben. Dass er nicht, das gibt Handhabung plus 6. Haben wir irgendwo, was die Handhabung verbessert? Hier, Handhabung kriegen wir damit auf 29. Abriss auch nochmal, aber Verderbnis ist nicht so. Einmal Abriss plus 6. Und, ja gut, plus 19%, ne? Plus 19% von 100. Siehst du ja. Ach, immer der Wert. Ah, okay. Hätten wir nochmal Handhabung. Da würde ich glatt den reinhämmern wollen. Einmal zum Handhabung verbessern. Und dann rein theoretisch fast den hier nochmal. Der erhöht dann nochmal den Schaden. Und der macht ja schon enorm viel Schaden. Und die Handhabung auch nochmal. 27, 42, da wird auch nichts anderes rankommen. Abriss 25, 25. Damit könnten wir rein theoretisch mal richtig reinhauen. Was haben wir hier nochmal? Nochmal Handhabung. Ich mache die beiden seltenen da mal rein. Weil das ergibt sich einfach, weil die haben Handhabung und Abriss und Verderbnis. Ich weiß, aber Verderbnis haben wir noch nicht. Und Schaden und Handhabung. Und ich skill ja eh drauf, dass ich die da wieder rauskriege. Also alles gut. Zack.
Auch richtig, ne? Ja. Und jetzt ist das Ding enorm mächtig, Alter. 119 im Abriss mit den Zersprengungspfeilen und 77 Schaden mit Präzisionspfeilen. Gut, also den, ich muss mir dann angewöhnen, die Waffen auch mal zu wechseln. Weil wir ja nur ein paar Ausrüstungsslots haben. Wir haben ja nur 4 Ausrüstungsslots. Und da will ich im Moment noch die alle so drinnen lassen, wie sie sind. Die Schleuder. Ja. Wobei die Schleuder brauchen wir nicht so oft, ne? Rein theoretisch. Können wir die auch ablegen. Ich wünschte, das Waffenrad wäre größer. Aber der Scharfschussbogen, der ist, glaube ich, sehr effektiv für solche sneaky Vorgehensweisen. Dafür wäre der gut und für, ich sag mal, wenn wir dann entdeckt wurden, wäre der hier, glaube ich, effektiv. Wobei hier haben wir dann natürlich kein Feuer mehr drauf, ne? Aber der macht 77 Schaden im Allgemeinen. Wenn der noch Feuerschaden hätte, wäre das enorm geil. Ich glaube, ich tausche den gegen die Schleuder. Da haben wir zwar Eis und Blitz drauf, aber Blitz haben wir zum Beispiel auch mit den Kollegen hier. Und Sprengkraft, wobei, ja doch. Und die Schleuder, guck mal, das ist ja ein Witz eigentlich. 19 Schaden, 53, das ist ja nur Gegner verlangsamen oder anfällig machen. Kannst du machen, musst du aber nicht. Da würde ich den tatsächlich immer gegen tauschen. Ich mach das mal, gegen die Schleuder, so. Und du wolltest mit mir reden. Welche Ehre. Ich... Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Naja, ich habe die nicht verjagt, ich habe sie alle umgebracht. Aber hey. Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Wo kamt ihr denn alle her? Manche von uns haben Jahre das heilige Land durchstreift. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich... schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Karja kamen. Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens, allein. Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Klar, ist sowieso voll assi, weißt du, allein, dass es Ausgestoßene gibt. Okay, aber dass die nicht mal miteinander reden dürfen? Naja, das, ja, ne? Weißt du ja. Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Ha, darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank.
Wollte gerade sagen, was interessieren mich denn die Gesetze der Nora, Alter? Drauf geschissen. Hier, ich habe meine Kiste vergessen. Mein Junge, das geht so aber nicht. Und Schockpfeile, wenn. Weil Schockpfeile. Ich finde, das Geschocke finde ich irgendwie. Nee. Weil wenn ich. Dann kann ich, ich. Wenn die geschockt sind, ich kann die ja nicht mal angreifen. Weil die einfach. Weil ich dann auch einen Schock kriege. Also geschockt werde. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo liegt denn hier jetzt noch was rum? Wer seid ihr denn? Nora Gefangene. Ah, okay, die hängen da rum. Da vorne liegt noch alles. Da auch. Habe ich draußen noch was vergessen? Nee, ne? Ne. Gut, ich gehe mal eben Dinge einsammeln. Und gleich speichern. Aber erst, wenn ich eingesammelt habe. Meins. Was hat er dabei? Reflektierendes altes Amulett. Oh, schön. Kein Platz. Nein. Brauche ich Gesundheit? Nee, ne? Verdammt. Ich sage ja, ich müsste mehr Tränke verwenden zwischendurch mal. Aber wenn sich's vermeiden lässt, ist es ja unnötig, ne? Bisher geht's ja. Wir sind gut ohne Tränke durchgekommen. Wir könnten aber ein paar mehr verwenden, gerade in. Wenn ich dann weiß, sag ich mal, dass ich auf Bossgegner treffe, dann wäre es, glaube ich, schon sinnvoll. Auch Tränke zu verwenden. Meiner Meinung nach. Müsste da hinten nicht noch einer rumliegen? Müsste da hinten nicht noch einer rumliegen? Nö. Der ist weg. Ja, aber den habe ich mir doch noch gar nicht geholt. Der ist aber gespawnt. Verrat. Naja, gut. Man kann ja nicht alles haben. So, jetzt gehe ich mal speichern. Dann gehe ich oben zu den Menschen. Ob die mir noch was zu sagen haben. Und dann gehe ich zu Neil. Und gucke, was er mir zu erzählen hat. Kommst du übrigens sehr scheiße hoch. Muss ich nochmal erwähnt haben. So, wohin die denn rum? Da. Was ist das? Wieso ist er jetzt da unten? Ihr wart doch gerade noch hier oben, ihr Spackos. Ich will mit euch reden. Kann ich? Grüße. Danke, dass du uns Hoffnung gegeben hast. Hier liegt noch einer, guck mal. Noch ein Wüsteglaselein. Hier ist auch noch einer. Manchmal habe ich das Gefühl, ich drehe mich hier zu schnell im Kreis. Trainingsattrappe. Ha, da ist er doch noch. Hey, wieso habe ich den denn gerade nicht gesehen? Willst du mich verarschen? Der will mich doch verarschen. So, ich glaube, jetzt habe ich aber alles, oder? Da war ich schon drin. Jetzt gehe ich zu Neil. Der hängt da oben rum. Und dann gehen wir gleich mal nach rechts rüber, weil... Zum einen ist da... Ach, das Mutterkrone. Das Mutterkrone? Das Mutterkrone. Erstmal gehen wir hier hin. Und dann gehen wir da hin. Und dann gucken wir mal, was wir noch so machen können. Neil, mein kleiner Süßer. Habe ich ganz alleine gemacht. Fühlt sich gut an, was? Halte es noch einen Atemzug lang fest. Dann lass es raus. Ach, hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditenlager niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier.
Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Wäre aber schön. Also, wer bist du? Du bist nicht nur ein Reisender. Die Rüstung ist maßgefertigt. Und wie du den Bogen hältst. Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat. Aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte, wenn du verstehst. Wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Haut dringt. Da ist mein Platz. Also schaffe ich mir Gelegenheiten. Dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Na, da fehlt dieser Ausdruck in den Augen. Also, du bist Soldat. Du schaffst dir selber Gelegenheiten, um zu töten. Also eigentlich kann es sein, dass du leicht psychopathisch bist. Weil du halt, wie auch gerade sagtest, für Maschinen, da fehlt der Ausdruck in den Augen. Also er sieht gerne die Ausdrücke wahrscheinlich und er hört gerne Menschen sterben und sieht gerne Menschen sterben und tötet gerne. Mal gucken, ob der noch irgendwann außer Kontrolle gerät. Vielleicht ist er das auch schon, wir wissen es noch nicht. Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen. Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, nein. Zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten. Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu stark. Töte ein Stammesmitglied und es gibt Vergeltung. Jage einen Eber und sie meckern über Fleischvergeudung. Aber Banditen? Die sind böse. Sie schlagen stets zurück. Und niemanden juckt's, wenn man sie tötet. Das aber, also gesund ist es aber nicht. Würde ich auch sagen. Für die gute Sache, ja. Ja, okay, aber gesunde Einstellung ist das jetzt nicht, ne? Also es ist schon für die gute Sache, aber was ist, wenn irgendwann keine Banditen da sind? Was machst du dann? Dann fängst du an, Mensch, also Unschuldige wahrscheinlich zu töten. Ich weiß nicht, wer schlechter ist. Du oder sie? Wir stehen noch, sie nicht. Wir machen eindeutig besser. Wir sind hier fertig. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Ruinen. Die locken Banditen an, wie Wunden eine Infektion. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Vielleicht, wenn's unumgänglich ist. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Werk. So ganz koscher ist der junge Mann nicht. Definitiv nicht. Und es ist nicht ganz gesund, was er tut. Der Himmel öffnet seine Schleusen. Definitiv nicht ganz gesund, was er tut. Ich hätte auch sagen können, es ist für die gute Sache. Es stimmt ja, aber was will er dann machen, wenn er mal keine Banditen findet und der Blutrausch ihn überkommt? Was dann? So, jetzt haben wir 2 Fertigkeitenpunkte. Quest. Rein theoretisch könnten wir jetzt die Rache der Nora machen. Da müssen wir Hauptquestrichtung. Zuflucht. Was? Achso, Quest abgeben, okay. Haben wir gemacht. Taltreffjagdgebiete. Nora-Jagdgebiete. Ist okay. Bootstätten haben wir gemacht. Verdorbene Zonen. Wir könnten eigentlich den Scharfschussbogen mal machen. Entferne Maschinenteile mit Zersprengerpfeilen. Und erledige Wächter mit Präzisionspfeilen ins Auge. Das können wir mal machen, weil da drüben laufen gerade ein paar Wächter rum. Ich baue mir erstmal ein paar Pfeile. 15, 20. So langsam wird es auch eng da unten so ein bisschen. Oh, was? Für die Präzisionspfeile brauche ich Draht. Ach, hör auf. So, wir müssen ja eh darüber.